Schönen guten Morgen, Freunde der gruseligen Kinderbücher. Wie ihr wisst, stehe ich ja auf Kinderbücher, ich stehe auf gruselige Bücher und ich stehe auf gruselige Kinderbücher. Ja, total. Im neu eingezogenen Video, erzähle ich euch, wie ich das Buch entdeckt habe oder wo ich das Buch entdeckt habe oder besser gesagt, wer mich neugierig drauf gemacht hat. Heute soll es um das Buch gehen, um den Inhalt. Ich finde nämlich, dieses Buch ist so außergewöhnlich, dass ich ja mit euch in einem Extra-Video halt eben darüber reden möchte, weil ansonsten habe ich die Befürchtung, dass das dann so ein bisschen den Rahmen des Monatsrückblicks vielleicht sprengt. Also nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit nur für das Buch. Und zwar geht es um das Geheimnis von Hester Hill. Moment, so, das Geheimnis von Hester Hill. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier mir ein paar Zettelchen reingeklebt. Dazu kommen wir später. Das sind nämlich keine besonders schönen Zitate, sondern da hat es was anderes mit auf sich. Ja, das Cover finde ich, oder das Buch, ne? Das ist ja so ein Hardcover und das komplette Buch, ich finde das richtig toll gemacht. Ich finde das wunderschön. Und auf der einen Seite sehr passend, halt eben von der Gestaltung, auch nochmal mit einer schwarzen Katze und einem Raben. Ja, und das Dunkle, das Schnörkelige, was vielleicht auch so ein bisschen was von, also mich erinnerte diese Schnörkel gerade oben an Nightmare Before Christmas. Ja, so ein bisschen, ne? Also das Ganze ist auch schon unheimlich aufgemacht. Man sieht sofort, was man bekommt. Mit einer klitzekleinen Ausnahme. Und zwar, ich finde das Haus, was da drauf ist, ne, ihr seht das Haus. Ich finde ja, das erinnert so ein bisschen an amerikanische Architektur. Also auch, ich würde auch nicht sagen, dass das ein Herrenhaus in England ist, sondern eher in Amerika. Ne? So. Aber das Buch bzw. die Geschichte spielt weder in England noch in Amerika, sondern in Schweden. Ja, in Schweden. Jetzt kenne ich in Schweden nur diese kleinen Häuschen. Weiß einer von euch, sehen in Schweden große herrschaftliche Landsitze so aus? Wenn ja, schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich interessieren. So, das Buch ist geschrieben von Christina Olsson. Und möglicherweise sagt dem einen oder der anderen dieser Name etwas. Die Autorin schreibt nämlich hauptsächlich oder ist bekannt für ihre Thriller. Ja, für ihre Thriller. So. Aber ein paar Kinderbücher gibt es auch von ihr. Und zwar genau ein paar. Also zwei. Oder waren es drei? Waren schon drei? Da muss ich doch mal kurz gucken. Nee. Nee, eben nicht. Ha, siehst du? Wusste ich doch. Das andere sieht nämlich nur so aus oder beziehungsweise klingt so, das ist aber nur Werbung vom Verlag. Es gibt von ihr noch Glaskinder. Und ich meine, Glaskinder wäre das erste Kinderbuch gewesen, was sie geschrieben hat. Ja, auf jeden Fall, ne, vielleicht sagt euch die Autorin was. So, mir nicht, weil ich ja keine Thriller lese. Ne? Bin ja kein Thriller-Fan, vor allen Dingen dann in der Kombination mit skandinavischem Autor. Ich glaube, das ist nichts für mich. Das ist, glaube ich, heftig. So, auf jeden Fall in der Geschichte befinden wir uns in Schweden. Es geht um die Zwillinge Mac und Frank.
Ich weiß nicht, wie Frank auf Spanisch, auf Schwedisch ausgesprochen wird. Deswegen, ich sage jetzt einfach Frank. Ne? Wenn ihr wisst, wie der Name auf Schwedisch ausgesprochen wird, auch das könnt ihr mir gerne in Lautschrift in die Kommentare schreiben. So, naja, auf jeden Fall, das Zwillingspaar verbringt den Sommer mehr oder weniger zwangsweise bei ihren Onkeln, also bei ihrem Onkel und dessen Lebensgefährten, weil die Eltern von Mac und Frank sich scheiden lassen. Ja, und diese ganze Trennung und Scheidung läuft nicht besonders harmonisch ab. Ja, und wahrscheinlich, um sich selber ein bisschen zu ordnen, aber auch damit die Kinder halt eben Abstand bekommen, haben die Eltern halt eben entschlossen, die beiden für den Sommer zu dem Onkel, zu den Onkels zu schicken. Und das finden die beiden jetzt nicht so toll. Ja, nicht so ganz. Zum einen, weil sie halt eben mit etwas anderem gerechnet haben. Sie wollten ja einen Familienurlaub machen, ne? So. Und dann kamen aber ihre Eltern auf die Idee: Nö, wir passen nicht mehr zusammen, wir trennen uns jetzt. Natürlich hat das Ganze eine längere Geschichte. Das erfahren wir auch so ein bisschen am Anfang und auch später. Entschuldigung, schon die ganze Zeit so. Ja, genau. Also auch wenn die Eltern es gut meinen, und davon gehe ich aus, also wirklich, sie wollen die Kinder so ein bisschen aus der Schusslinie bringen, so kommt es für mich halt eben drüber. Ja, finden die beiden die Idee halt eben einfach blöd. Ne? So. Und gehen jetzt halt eben oder begeben sich auf die Reise zu ihren Onkels auch jetzt nicht mit Yeah, Freude, sondern eher so, ne, mit eher mit gedämpfter Freude. Ja. Hinzu kommt halt eben auch noch, dass sie ihre Onkels mögen, aber es ist halt eben was anderes, ob man für ein paar Stunden oder 2 Tage oder so zu Besuch ist oder dann halt eben den Sommer dort verbringen soll. Ne? Und naja, sie machen sich schon so ein bisschen Sorgen, dass das vielleicht ein bisschen, also sie machen sich ein bisschen Sorgen oder auch ein bisschen mehr, dass es halt eben vielleicht doch eher langweilig werden könnte. Ne? Ihr Onkel oder ihre Onkels sind halt auch schon ein kleines bisschen älter. Denn eigentlich ist das nicht ihr Onkel, sondern der Onkel des Vaters. So, ne? Und dementsprechend ist er halt eben schon ein kleines bisschen reifer. Und ja, da machen sie sich so ein bisschen Gedanken. Und hinzu kommt auch noch, dass halt eben die beiden in einem sehr kleinen Dorf wohnen, wo es halt eben ja viel nichts gibt, ne? So, und damit dann den Sommer zu füllen, kann manchmal schwierig werden, wobei als Kind, ne? Nein, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, die beiden kommen dann also am Bahnhof an. Niemand ist da, keiner holt sie ab. Fängt super an, ne? Also, die Laune ist sowieso schon hier oben und dann hocken die jetzt da auch noch auf dem Bahnhof und sind scheinbar vergessen worden. Toll, fängt super an, ja. Fängt aber auch wirklich super an. Denn während sie warten, entdeckt Mac etwas. Okay, das war jetzt unfreiwillig. Und dieses etwas ist schon sehr unheimlich, merkwürdig. Ja, vielleicht sogar ein bisschen gruselig. Und Mac berichtet dann auch direkt ihrem Bruder davon, aber der sagt, ach, das hast du dir eingebildet. Ne? Der glaubt ihr nicht. Und ja, irgendwie niemand glaubt ihr am Anfang. Doch die Merkwürdigkeiten häufen sich. Und
nicht nur Mac bekommt diese Merkwürdigkeiten zu sehen oder zu hören oder was auch immer, sondern dann auch ihr Bruder. Und ab dem Zeitpunkt glaubt er ihr. Ja. Yeah. Diese Merkwürdigkeiten begegnen ihn in dem Dörfchen um das Dörfchen herum, aber vor allen Dingen auf Hester Hill. Ja. Dieses große Anwesen hat halt viel Platz für viele Geheimnisse und für viele Merkwürdigkeiten. Mehr will ich euch vom Inhalt nicht erzählen und ich habe euch ja jetzt auch eher wenig erzählt vom Inhalt, ne? Aber das ist gut so, weil ihr müsst diese Dinge einfach selber entdecken, ne? Also es macht einen unglaublichen Spaß, diese spannenden, merkwürdigen, gruseligen Momente selber zu entdecken und auch von einem zum anderen Moment ja, in der Geschichte zu reisen. So. Das Buch war großartig. Ich fand es wirklich, ich fand die Geschichte großartig und vor allen Dingen fand ich die Geschichte, nein, anders. Ich fand Elemente in dieser Geschichte außergewöhnlich. Leider kann ich mit euch über diese Elemente nicht reden, weil sonst würde ich euch halt das Buch verraten oder beziehungsweise die Geschichte verraten. Ich kann nur sagen, dass dieses Buch überraschend war, sehr überraschend. Es kommen Elemente drin vor, mit denen habe ich nicht gerechnet. Mit denen habe ich wirklich nicht gerechnet. Also man bekommt so Brotkrumen und wenn man halt den ersten Brotkrumen hat, dann weiß man so, okay, das spielt mit rein. Das wird einem dann, also, ne, so. Aber bevor man diesen ersten Brotkrumen bekommt, gibt es keinen Anhaltspunkt, der auf dieses Element hindeuten würde. Ja, haha, habt ihr jetzt irgendwas von diesem kryptischen überhaupt? Nee, ne? Egal. Bleiben wir dabei. Es ist einfach überraschend. Es ist wirklich überraschend. Nun kommen wir zu den Besonderheiten. Die liebe Lana von Wortfieber hatte das Buch vor mir gelesen. Und sie hat dann nur gesagt, wenn du das liest oder gelesen hast, würde ich mich gerne mit dir unterhalten. Mehr nicht. Und das war wundervoll. Ja, so. Und dann habe ich halt eben angefangen zu lesen und habe sie halt eben zwischendurch dann angeschrieben, weil mir am Anfang etwas aufgefallen ist. Da komme ich gleich noch zu. Und ja, dann habe ich halt eben weitergelesen und dann kam etwas. Das, womit man jetzt nicht rechnen kann. Ne? So, das kam und ich war so, wow, okay. Was fange ich damit jetzt an? Ich war wirklich, und genau das ist das Problem. Also, mir fehlte schon das Wort, um der Lana zu sagen, was ich gerade bin. Ja, also nicht
Ich bin nicht schockiert. Ich bin überrascht, aber mehr als überrascht. Also mir fehlt einfach das Wort für das, was ich in dem Moment war. Ne? Also ich war wirklich so, ich habe das halt gelesen und war so, was? Okay, habe ich nicht mit gerechnet. Und womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, ist wie mit diesem, wie mit diesen Punkten umgegangen wird. Auch das war sehr überraschend für mich. Und wir haben, wie gesagt, Lana und ich haben uns dann darüber ausgetauscht. Ich muss wirklich vorsichtig sein, ne? Weil ich will mich überhaupt nicht irgendwie was von der Geschichte wegnehmen. Es war halt so, dass wir haben uns darüber ausgetauscht, halt eben auch über die Frage, was heißt die Frage, über das Gefühl, wir waren beide etwas irritiert im ersten Moment. Und ich kann nicht mit euch darüber reden. Nicht, dass ich nicht wollen würde, aber ich kann nicht mit euch darüber reden, weil jedes Wort, was ich sage oder auch was ich nicht sage, ist zu viel. Ich würde euch einfach damit spoilern. Das ist das Problem. Belassen wir es damit, dass es außergewöhnlich ist. Also das Buch ist außergewöhnlich, dass die Geschichte außergewöhnlich ist. So. Und wir, wie gesagt, ne, wir hatten uns darüber ausgetauscht, wir einfach toll fanden, wie das geschrieben wurde. So. Und wo ich gerade erwähne, wie was geschrieben wird, kommen wir zum Schreibstil. Denn der war eine Herausforderung, gerade am Anfang. Und deswegen habe ich mir hier auch die Zettelchen reingeklebt gehabt, weil ich halt eben mit der Lana darüber reden wollte. Ich habe angefangen zu lesen und fand das, was beschrieben wurde, sehr, sehr gut und es war halt eben auch, es wurde halt eben nicht unnötig in die Länge gezogen. Das ist übrigens so ein Punkt bei dem Buch. Das Buch zieht nichts unnötig in die Länge, sondern die Dinge werden halt eben einfach dargestellt oder benannt und gut ist. So. Und naja, auf jeden Fall, das fand ich ganz gut, so am Anfang, aber ich dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas bringt mich zum Stolpern, während ich lese. Also normalerweise ist es so bei Kinderbüchern, ich fange an zu lesen und sie lassen sich halt sehr, sehr schnell lesen, sehr flüssig lesen. Die Sätze sind nicht zu lang. Ja, manchmal sind sie vielleicht ein bisschen zu kurz, ne? Also ich mag ja lieber lange Sätze, aber normalerweise ist die Länge der Sätze vollkommen in Ordnung und die Schreibweise ist halt einfach angenehm und leicht oder leichter verständlich, ne? Die Sätze sind nicht immer so verschachtelt und so weiter. So. Also normalerweise, und gerade wenn es dann auch noch spannend oder gruselig ist, ne, da kannst du ja wirklich mal so, ne, so etliche Seiten wegziehen. Und hier habe ich halt eben angefangen zu lesen und merkte, okay, ich kann diese Geschichte nicht wegziehen. Das geht nicht, weil ich über die Sätze stolper. Und dann habe ich halt eben geguckt, was bringt mich denn eigentlich zum Stolpern?
was ist es denn genau? Und dann ist mir aufgefallen, dass die Satzstellung komisch ist. Ich sage jetzt einfach mal komisch, ne? So, also ich habe dann festgestellt, okay, normalerweise würde man das Wort nach vorne stellen, ein Wort, was hinten ist, nach vorne stellen. Oder man würde das nicht so sagen, sondern eher andersherum stellen oder den Teil des Satzes weglassen. Es hörte sich halt eben beim Lesen anders an, ne, als so üblich. Und das war halt eben der erste Punkt, über den ich mich mit Helena ausgetauscht habe. Und sie sagte, ja, ihr ging es genauso. Von der Geschichte her hätte sie das Buch eigentlich am Stück wegziehen können, ne? Aber so musste sie immer eine Pause machen, weil der Schreibstil irgendwie anstrengend war. Nicht schlimm anstrengend. Und ich finde auch einfach, dass die, oh ja, das ist halt eben die Besonderheit bei dem Ganzen. Obwohl ich gestolpert bin, obwohl der Schreibstil halt eben gerade am Anfang irgendwie nicht einfach ist, halt wegen diesem, ne? Der Rhythmus ist halt eben ein anderer und man muss sich erstmal an diesen anderen Rhythmus gewöhnen. Und trotzdem, trotz dieser Dinge ist die Geschichte so spannend, so interessant, hat so einen Sog, dass wir unbedingt weiterlesen wollten. Also ich habe mich, wie gesagt, ne, dann immer mit ihr ausgetauscht und habe gesagt, du, trotzdem ist es spannend, trotzdem ist es unheimlich. Also wenn eine gruselige Szene kommt, dann ist diese Szene gruselig. Und ich habe keinen blassen Dunst. Ich weiß es wirklich nicht, wie das sein kann, weil normalerweise werden die Emotionen hervorgerufen durch die Sprache, ne? Also durch den Schreibstil, welche Worte der Autor verwendet, wie er die Worte verwendet, wie er sie zusammenstellt. Das macht die Atmosphäre aus. Das bringt uns dazu, dass es gruselig wird, ja? Also wenn du jetzt halt eben nur, keine Ahnung, hinschreibst, düsterer Keller, quietschende Tür, Schattengestalt. Das alleine macht noch keine Gänsehaut, ne? So, sondern es kommt halt eben drauf an, wie das Ganze geschrieben wird, welcher Schreibstil benutzt wird, wie uns die Geschichte erzählt wird. Und dadurch wird dann halt eben, ne? So. Der Grusel erzeugt. Und obwohl ich am Anfang so gestolpert bin und dann halt eben auch die ganze Zeit mich gefragt habe, okay, was bringt mich denn hier eigentlich zum Stolpern, hat es die Geschichte geschafft, dass es unheimlich war, dass ich mir dachte, wow, ne? So, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe. Und ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, daran sieht man, wie besonders diese Geschichte ist. Und deswegen möchte ich sagen, wenn ihr das Buch ausprobiert, wenn ihr einen Blick in das Buch reinwerft, dann lasst euch davon bitte nicht abhalten, wenn ihr stolpert. Sollte es euch so gehen wie uns und ihr stolpert am Anfang über den Schreibstil, lasst euch nicht davon abschrecken, denn die Geschichte ist großartig. Und das Buch hat einen unglaublichen Sog. Aber nicht nur das. Es gibt halt eben Elemente in diesem Buch, die finde ich einfach unglaublich toll umgesetzt. Und aus diesen Gründen ist das ein Buch, was man wirklich lesen sollte oder was halt eben auch Kinder lesen sollten. Und ich glaube, Kinder haben noch viel weniger Schwierigkeiten mit dem Schreibstil, dass sie darüber stolpern. Weil ich glaube, dass wir darüber gestolpert sind, weil wir schon länger
lesen. Und weil wir an bestimmte Dinge gewöhnt sind. Denn die Sache ist die, Lana und ich haben da ein bisschen spekuliert, ob das möglicherweise an der Übersetzung liegen könnte, dass die Übersetzung oder die Übersetzerin halt eben sehr nah am Schwedischen geblieben ist. Da jetzt aber weder Lana noch meiner einer Schwedisch können, ne, war das erstmal so eine Idee im Raum. So, nach ein bisschen Recherchearbeit und ein paar sehr, sehr hilfreichen Sätzen von einer dritten Person, ja, haben wir dann, also, wie gesagt, ne, wir können kein Schwedisch. Wir können kein Schwedisch, also jetzt spricht mal wieder von mir, also ich kann kein Schwedisch, ne? Aber ich bin mir zu 70-80% sicher, dass die Übersetzerin sehr nah am Schwedischen geblieben ist. Weil halt eben, also das, was wir uns dann angeschaut haben, da waren halt eben schwedische Beispielsätze. Und da war es zum Beispiel auch so, dass die Zeit, wie im Englischen, hinten steht. So, ne? Und halt eben auch so ein paar andere Kleinigkeiten haben wir in diesen Beispielsätzen gefunden, die ich halt eben auch in diesem Buch, über die ich in diesem Buch gestolpert bin. Und ich glaube halt eben wirklich, dass wir hier, ja, dass die Übersetzerin halt sehr nah am Schwedischen geblieben ist und dass dadurch eine andere Satzstruktur genommen wurde, die, wenn man halt eben, wie gesagt, ne, schon länger liest und so weiter, ist man halt eben daran gewöhnt. Und auch erinnert euch daran, als ihr zum Beispiel Englisch gelernt habt, ne? Wenn ihr dann versucht habt, den deutschen Satz ins Englische zu übersetzen, habt ihr immer versucht, im Deutschen zu bleiben, im deutschen Satzbau zu bleiben. Und weil wir daran gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist halt eben einfach der Punkt. Wenn man, dieser Schreibstil bringt einen zum Stolpern, weil man etwas anderes gewöhnt ist. Das tut aber der Geschichte keinen Abbruch. Und ab der Hälfte ändert sich das auf einmal. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ab der Hälfte des Buchs nehmen die Stolpersteine einfach ab. Und ich habe halt eben erst gedacht, okay, liegt es daran, dass ich jetzt so in der Geschichte drin bin? Das kann natürlich sein, ja, aber nein, ich habe dann nochmal geschaut und nein, der Satzaufbau ist auf einmal anders. Also die Stolpersteine vom Anfang nehmen wirklich ab der Mitte ab. So. Schaut euch das Buch an. Es soll ja jetzt noch wieder warm werden. Und so wie es halt in den letzten Jahren war, in den letzten 3-4 Jahren, war der Oktober ja auch noch ziemlich warm. Also könnt ihr noch locker zu dem Buch greifen. Denn, wie gesagt, es spielt ja im Sommer. Wobei man es halt eben auch gut im Oktober lesen kann, weil wegen Halloween und so, ne? Also so ein bisschen unheimlich und gruselig und hast du nicht gesehen. Es ist halt unheimlich, ne? Also den Grusel, den ihr hier bekommt, das ist halt eben wirklich Grusel, es ist unheimlich, es ist jetzt nicht, ihr braucht keine Bedenken haben, dass da irgendwelche Organe durch die Gegend fliegen. Das geschieht nicht. Nein, das ist wirklich kindgerecht. Und auf eine Sache möchte ich noch eingehen. Ja, genau. Ich habe ein schönes Beispiel, was halt eben zeigt, was ich damit meine, wie selbstverständlich mit Dingen umgegangen wird und dass sie halt eben nicht breit getreten werden. Nämlich die Sache, dass der Onkel, bei dem sie halt eben jetzt den Sommer verbringen, mit einem Mann zusammen ist, also mit einem Lebensgefährten, das ist halt normal. Da sagt keiner,
Oh, warum sind denn da zwei Männer zusammen oder so? Nö, das ist einfach normal, ne? Der Onkel ist mit dem Onkel zusammen. Fertig. Ende im Gelände. Und es gibt sogar eine Szene, die finde ich echt schön. Da haben die Onkel sich so ein bisschen in der Haare. Sagen wir es mal so. Und naja, da halt eben Mac und Frank gerade bei ihren Eltern sehen, dass so ein bisschen in der Haare haben, halt eben, naja, nicht nur ein bisschen, sondern viel in der Haare haben, halt eben auch zu einer Scheidung führen können, sagen sie halt, ja, besteht die Gefahr, dass ihr euch scheiden lasst. So, ne? Dann sagt der Onkel, heißt der Erik? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wieso, Leute, nicht, dass ich Elliot, genau, der eine Onkel heißt Elliot und der andere heißt Karl. Aber ich war schon nah dran mit Erik, ne? So, also, ja, und Onkel Karl oder Onkel Elliot, ich weiß es nicht, einer von beiden, Karl, genau. Onkel Karl sagt dann, nee, wir können uns gar nicht scheiden lassen, weil wir sind nicht verheiratet. Wir leben so zusammen, ne? Also wir sind nicht verheiratet, sondern wir leben in einer Partnerschaft zusammen. Und ich fand das total genial. Diese kleine Szene, natürlich wird da einmal halt eben Bezug genommen auf die Ängste der Kinder, in Bezug auf das, was sie jetzt mit ihren Eltern erlebt haben, ne? Also dass halt eben Beziehungen kaputt gehen können, Ehen kaputt gehen können. Einmal haben wir diesen Aspekt, der in knappen, kurzen Worten einfach dargestellt wird. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite auch diese Selbstverständlichkeit, aha, da sind zwei Menschen, die sich lieben, die wohnen zusammen, also sind sie verheiratet. So, fertig. Ne? Also eine ganz logische Kette. Zwei Menschen lieben sich, sind also verheiratet. Unabhängig davon, welches Geschlecht die haben. Und das fand ich so richtig genial. Ja, also einfach diese Selbstverständlichkeit, einfach dieses, wir müssen nicht darüber reden. Ja, wir müssen nicht darüber reden, dass das ungewöhnlich ist oder außergewöhnlich ist oder dass es, nein, sondern in diesem Buch wird damit umgegangen, wie damit umgegangen werden sollte, nämlich vollkommen normal. Ja, also. Es leben zwei Menschen zusammen, die sich lieben, in dem Gelände. Vollkommen normal. Da braucht man nicht drüber reden, da braucht man nicht irgendwie nachfragen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach Normalität. Und das fand ich großartig. In diesem Buch werden halt eben mit diesen mit Themen auf eine sehr unkomplizierte Art umgegangen. Ja, es wird einfach sehr unkompliziert mit Dingen umgegangen und vor allen Dingen, es ist normal. So, ne? Also nicht nur das, zum Beispiel auch halt eben, wie mit der Scheidung der Eltern umgegangen wird. Wir sehen, wie sehr das, ja, wie schlimm es für Mac und Frank ist. Ne? Aber auch da wird halt eben sehr offen mit umgegangen und auch da wieder auf eine sehr selbstverständliche Art und Weise. Nicht, dass das etwas ist, was man verstecken muss oder etwas, was besonders schlimm ist oder sonst irgendwas, sondern nein, das kann geschehen und dann gucken wir, wie wir alle wieder, ne, so miteinander klarkommen und überhaupt. Und das finde ich toll. Ich finde diese Selbstverständlichkeit, mit der Themen in dem Buch umgegangen wird, also mit denen die Autorin, ich finde die Selbstverständlichkeit, mit der die Autorin bestimmte Themen behandelt, einfach toll und sehr kind- oder jugendgeeignet und auch erwachsen geeignet. Weil ich glaube, gerade wir Erwachsene brauchen das. Gerade wir brauchen einfach ab und zu mal diese Sicht von wegen, okay, ja,
ist normal. Punkt. Also ich denke jetzt gerade an was anderes. Nicht an die Sache mit Onkel und Onkel, ne? Das ist für mich total normal. Sondern ich denke jetzt gerade an was anderes, worüber ich nicht reden kann. Und deswegen, bevor ich doch noch irgendwie ein Wort zu viel sage, war es das jetzt. War auch lang genug, ne? Ich kann nur sagen, schaut rein. Ne? Ist halt eben auch eine schöne Sommerlektüre oder ja, ne? So Ferienlektüre. Herbstferien kommen ja auch noch, auch dann könnt ihr es noch lesen. Ihr merkt schon, ne? Also wirklich, das ist ein Buch, schaut rein. Schaut rein und habt viel Spaß damit. Habt viel Spaß damit. Und wie gesagt, wenn man es nicht an einem Stück wegziehen kann, es ist nicht schlimm, dann lest ihr es halt eben in kleinere Häppchen, dann habt ihr länger was davon. Ne? So, ich wünsche euch ganz wundervolle Bücher für die nächsten Tage und Wochen. Und ja, dann würde ich mal sagen, und das tue ich auch, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.